Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute ist tatsächlich schon das 600. Video auf dem Kanal. Ausgenommen davon sind die Kurzvideos. Schon Wahnsinn, wie viele Videos und Anrufe wir auf diesem Kanal insgesamt schon geführt haben. Heute habe ich euch dafür mal wieder was Besonderes mitgebracht. Ein Gespräch von über eine Stunde mit immer und immer und immer wieder dem gleichen Callcenter an der Leitung. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, mit welchen Callcentern wir es besser nicht zu tun haben sollten. Los geht's. Guten Tag. Ja, hallo, guten Tag, Herr Steiner, ich bin Eva Meier. Wie geht's? Alles gut? Nee. So, Herr, ich rufe Sie, weil Sie haben schon eine Anmeldung gemacht, ja? Ich glaube, das ist nicht die erste Anruf, das Sie bekommen, ja? Was denn für eine Anmeldung? Sie haben eine Anmeldung gemacht und es ist eine automatische Handelskonto geöffnet. Ich werde Ihnen alles zeigen, Herr. Okay? Kein Problem. Also Sie reden die ganze Zeit von einer Anmeldung, aber ich weiß ja gar nicht, was für eine Anmeldung. So, was ist eine Anmeldung? So, zum Beispiel, Sie haben schon, Herr, Sie haben schon unsere Bewerbungen geschaut. Oder vielleicht haben Sie ein Video gesehen, ja? Und es dann ist ein Video. Sie reden ja? Nur in Rätseln. So, Sie haben ein Video geschaut, okay? Wie kann man Geld verdienen? Okay? Und es ist eine automatische Anmeldung gemacht, ja? Und woher wissen Sie das denn, dass ich ein Video geguckt habe? Ja, Sie haben das, oder vielleicht Sie haben auch ein Bewerbungen geschaut, ich weiß das nicht richtig, aber Sie haben das gemacht und es ist eine automatische Anmeldung gemacht. Also Sie wissen nicht so richtig, aber ich habe das gemacht, aber es wurde automatisch gemacht. Das wird immer kurioser, was Sie erzählen. Ja, Sie haben das bei Quantum Deutschland gesehen, diesem Video. Was ist denn das? Ja, ich werde Ihnen das zeigen, Herr, okay? Was ist denn Quantum Deutschland? Ja, Deutschland. Quantum Deutschland, genau. Ja, was ist denn das? So ist die Name, die Bewirkung, dass Sie haben schon geschaut. Ja, was ist denn Quantum Deutschland? Ich verstehe nicht, was Sie sagen. Das ist ja alles in Rätseln gesprochen. Was ist denn Quantum Deutschland? Tja, ihr hört es schon. Wir haben hier heute wieder eine ganz besonders intelligente Perle am Telefon. Diese nette Dame haben wir in der Vergangenheit schon öfters mal gehört, in anderen Zusammenhängen, bei anderen Callcentern, mit anderen Firmen. Jetzt geht's hier wohl um Quantum Deutschland, bla bla, was auch immer damit gemeint ist. Tja, im heutigen Video haben wir ja wie gesagt das Callcenter durchgehend an der Leitung, obwohl es viele kurze Telefonate bzw. auch etwas längere Telefonate sind. Ihr werdet schon noch definitiv ganz deutlich heraushören, mit was für einer Firma wir hier in Wirklichkeit verbunden sind. Eine seriöse kann das auf keinen Fall sein. Schon alleine das, die Gesprächseröffnung, wie sie hier stattfindet, ist einfach nur wieder absolut unterirdisch und grauenhaft. Ich kann mir immer nicht vorstellen, warum da Menschen ihr Geld drin versenken, aber es passiert leider. Ja, genau. So. Ja, was ist denn das? Da kann man doch nicht mit Ja genau drauf antworten. Das war eine Frage. So, Herr, ich werde Ihnen das zeigen. So, bitte, sagen Sie mir, haben Sie einen Computer dabei? Also, es wird immer rätselhafter. Wie kann man denn einen Computer dabei haben? Ist doch viel zu schwer zum dabei haben. Haben Sie oder nicht? Nö. Nee. Okay, was für ein Handy haben Sie? Haben Sie ein Smartphone? Also, ich weiß wirklich nicht, was Sie von mir möchten. Sind Sie Mobilfunkanbieter oder was? Herr, Sie haben das gemacht. Okay, na, akzeptieren Sie das bitte. Was habe ich denn gemacht? Ich habe Ihnen doch nichts getan. So, diese Anmeldung, Sie haben das schon gemacht, Herr. Und es ist ein Handelskonto aktiviert. Sie haben noch nicht investiert, okay? Habe ich da was falsch gemacht? Nochmal bitte? Habe ich was Falsches im Internet angeklickt oder wie? Ja, genau. Sie haben schon geklickt und es ist... Ach, ich habe was Falsches angeklickt.
Ha, wie kann man falsches klicken, bitte? Sie sind nicht ein Kind, ja? Sie erzählen mir das doch. Oh mein Gott, ha. So bitte, Sie werden mehr Anrufe bekommen, ja? Was wollen Sie weitermachen? So mehr Anrufe bekommen oder möchte Sie, was möchte Sie mit diesem Anmeldung machen, bitte? Ich verstehe Sie nicht so wirklich. Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus möchten. Also diese Knalltüte hier redet ja wirklich absolut in Rätseln. Man muss sich doch jetzt hier eigentlich nur mal vorstellen, dass da auch ältere Menschen ans Telefon gehen, die keinen blassen Schimmer haben, wovon hier gesprochen wird, was da eigentlich gemeint wird und was die überhaupt von einem will. Ich meine, das erzählt die einem ja hier auch nicht. Die labert und labert und labert, aber irgendwie kommt dabei nichts Sinnvolles bei raus. Ich meine, sie hat viel erzählt bis jetzt, ja klar, aber wo ist jetzt der Sinn, der Verstand, der Inhalt des Gesprächs? Also erklären kann die das ja hier scheinbar auch nicht. Aber wir haben ja heute noch ein bisschen mehr Zeit, um uns mit der netten Tante hier auseinanderzusetzen. So bitte, ich werde Ihnen erst einmal diese Anmeldung zeigen, okay? Aha. Damit ich mich vertrauen kann, okay? Aha. So bitte, einschalten Sie den Computer oder Laptop oder iPad, was haben Sie? Ja und dann, was soll ich da machen? Ich werde Ihnen da zeigen. Einschalten Sie einmal. Einschalten Sie. Ist doch schon an. Singen da Leute im Hintergrund? So, sind Sie mit PC oder mit Laptop? Was möchten Sie mir denn zeigen? So, ich möchte Ihnen diese Anmeldung zeigen, die Sie gemacht haben. Na, dann zeigen Sie mal. Ja, sagen Sie mir, was haben Sie? Ein PC, ein Laptop, was haben Sie? Was ist denn da jetzt der Unterschied? Ist doch beides das Gleiche, ob ein PC oder ein Laptop. So, Herr, haben Sie oder haben Sie nicht, bitte? Was? Ein PC oder ein Laptop? Na, wo ist denn da jetzt der Unterschied? Was macht denn da jetzt den Unterschied aus? Wo Ihre sind Fragen Sie gerade? Ergeben nicht so wo wirklich sind Sie, Sinn. Wo sind Sie gerade, bitte? Sind Sie im Arbeit oder sind Sie zu Hause? Ich bin zu Hause. Okay, und zu Hause, haben Sie einen Computer? Sowas besitze ich, ja. Okay, einschalten Sie den Computer. Na, habe ich doch schon gesagt, ist schon an. Ach so, okay, ich habe falsch verstanden, Entschuldigung. Ja, gehen Sie bitte im Internet, wo Sie suchen können. Denn? Und ich werde Ihnen eine Support-Applikation buchstabieren. Okay, damit wir können zusammen parallel arbeiten und ich werde Ihnen diese Anmeldung zeigen, okay? Was ist denn eine Support-Applikation? Was ist denn ja, das? Ja, genau. Schreiben Sie bitte A wie Anton. Beantworten Sie auch Fragen, die man Ihnen stellt oder hören Sie gar nicht hin? So, bitte schreiben Sie, was ich sage. Geht doch ein bisschen netter. Anweisungen kann sie ja auf jeden Fall schon mal wunderbar verteilen, nur irgendwie keine seriösen. Toll, dass man dabei ihr einzahlen soll und wie sie sich dazu verhält, währenddessen man bei ihr einzahlen soll. Also seriös ist das hier definitiv nicht. Braucht man, glaube ich, auch nicht weiter ausführen. Aber es ist schon Wahnsinn. Die singen da im Hintergrund, die klatschen da, da wird rumgeschrien, die hört überhaupt nicht zu. Aber haben will sie auf jeden Fall was von euch. Und zwar eure Kohle. So, ich habe das schon gesagt, dass Anydesk eine Support-Applikation hat. Nee, das haben Sie nicht gesagt. Damit wir zusammenarbeiten können, parallel arbeiten können. Und was ist eine Support-Applikation? Ich kenne das Wort nicht, das müssen Sie mir mal näher erklären. Damit ich Ihnen zeige, wo können Sie klicken und so weiter. Verstehe ich nicht so richtig. Wie heißt denn Ihre Webseite? Okay, einfach gehen. Sind Sie bei Google jetzt, ja? Nee, soll ich auf Google gehen? Ja, schreiben Sie bitte A wie Anton. Moment, da muss ich erstmal www.google.de. Moment! Okay. Drängen Sie doch nicht so. Sie sind ganz schön aufdringlich. So, jetzt habe ich Google geöffnet. Und was soll ich da jetzt machen? Schreiben Sie bitte A wie Anton.
Irgendwie Nordpol. Moment, nicht so schnell. Mensch, Sie drängeln aber auch. Jetzt muss ich, was? Erstmal A. So, da sind zwei Buchstaben H. Nee. Nur A. Ich buchstabiere. Ich würde das ja sagen. Also nur ein A. Ja. Ja, und dann? N wie Nordpol. N. Y. D wie Deutschland. D. E wie Eva. Wie was? E. Eva e. oder Emanuel. Ein S Eva. Wie, ja, S wie Siegfried. Ein S. Ja, genau. Siegfried oder Samuel. Und dann? Und dann K wie Köln. Ja. Anides haben Sie schon geschrieben, ja? Das habe ich jetzt geschrieben, ja. Jetzt habe ich die Suchergebnisse. Was soll ich da machen auf Google? Wo soll ich da jetzt klicken? Dann Sie sollen suchen. So bei Tastatur. Sie haben Angel, oder? Ja, habe ich ja gemacht. Ich habe die Suchergebnisse, habe ich ja gesagt. Okay. Und jetzt klicken Sie bei der ersten Link. So, Anides Remote Control. Sie soll bei diesem Link klicken. Was ist das für eine Software? Was macht die? Das ist die Software, damit wir parallel arbeiten können. So, ich habe Zugriff auf Ihren Computer zum Schauen. Nur ja, zum Schauen. Auf meinen Computer möchte ich Sie nicht lassen. Dann wie kann ich Ihnen das Konto zeigen, Herr? Na, indem Sie mir einfach Ihre Internetadresse sagen. Ich werde das besser mit diesem Applikation zeigen. Ich lasse Sie nicht auf meinen Computer. Das machen wir nicht. So, damit wir können keine Fehler machen. Das ist nur zum Schauen. Ja, ist ja egal. Ich will Sie nicht auf meinen Computer gucken lassen. Sie können wieder die Verbindung schließen. Ja? Zum Beispiel, wenn Sie schauen, etwas, das gefällt Ihnen. Nee, Sie können... Also ich diskutiere da mit Ihnen nicht. Ich lade mir dieses Programm nicht runter. So, bitte. Wenn Sie lassen, so, Sie werden jeden Tag ein Puffer bekommen. Ja, wollen Sie mich jetzt erpressen oder was? Das ist ja illegal. Genau so sieht es aus. Also grundsätzlich, wie so oft in vielen Videos, Finger weg. Von Anydesk, TeamViewer, VNC und Remote Desktop Software, die ihr nicht kennt. Und vor allem im Zusammenhang dann, wenn ihr die Menschen nicht kennt, die auf euren Computer gucken wollen. Denn über diese Fernwartungssoftware, über die man euren Computer komplett aus der Ferne übernehmen kann, kann man jede Menge Scheiße auf eurem Rechner anstellen. Man kann nicht nur Programme installieren, man kann euch auch Viren dort platzieren und eure Daten abgrasen. Eure Daten auch runterladen vom Rechner. Und naja, ich glaube nicht, dass man solche Menschen dabei auf eurem Rechner haben wollt, währenddessen ihr auf eurem Bankkonto euch irgendwo einloggt, um ja, eure Bankgeschäfte da zu prüfen. Vor allem, wenn man so eine am Telefon hat, die ja hier wirklich nur fordernd ist und nicht mal im Ansatz höflich. Mal davon abgesehen, dass das die ganze Masche hier nichts anderes als Betrug sein soll. Und wenn ihr die noch auf euren Computer lasst, ich glaube, das sollte man sich wirklich mehrfach sehr gut überlegen, ob ihr solche Leute und vor allem die Bande, die dahinter steckt, auf euren Computer drauflassen möchtet, damit die dann Zugriff zu eurem privaten Netzwerk zu Hause haben. Absolut Wahnsinn. Auf jeden Fall die Finger davon weglassen und euch auf keinen Fall unter Druck setzen lassen. Vor allem die Erpressung, die dann hier noch kommt. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann werde ich jeden Tag ganz viele Anrufe bekommen. Also ich meine, diesen Tag hat sie sich auf jeden Fall an die Versprechung oder an dieses Versprechen im Nachgang gehalten. Es folgen ja noch 10 weitere Gespräche hier im gleichen Video von der gleichen Firma. Nicht nur von der gleichen Person, aber ihr werdet selbst noch hören, wie verrückt das Ganze hier wieder wird mit diesem Callcenter. Wir toppen auf jeden Fall immer wieder immer alles, was vorher schon da gewesen ist. Was ist illegal? Na, wenn Sie mich jetzt hier erpressen, dann ist das illegal. Okay, Sie sagen können ja, wenn ich mir das Programm... Okay, Sie sagen ja, wenn, Sie, unterbrechen Sie mich doch nicht immer. Hören Sie doch auch mal richtig hin, wenn ich was sage. Ist ja unmöglich mit Ihnen. Was möchten Sie denn überhaupt von mir? Sie rufen bei mir an und ich soll mir irgendein komisches Programm runterladen. Das mache ich nicht. Hallo, grüßen Sie her. Können Sie mich hören? Ja, wer sind Sie jetzt? Bruno ist am Apparat von Ihrem Handelskonto, wo Sie registriert sind. Alles gut bei Ihnen? Was denn für ein Handelskonto?
Handelskunde, was Sie haben bei uns. Es gehört Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse und die Handynummer, was Sie eingegeben haben. Und deswegen haben Sie auch angerufen. Ich habe ja gar kein Handy. Also können Sie ja demzufolge gar nicht meine Handynummer haben. Sie haben das selber angegeben. Ihre Handynummer, die E-Mail-Adresse und die Name, Nachname. Diese Festnetznummer, Entschuldigung. Ja. Nicht eine Handy, aber Festnetznummer. Ich habe das nicht richtig gesehen. Aber es ist die gleiche. Und Sie haben das selber eingefügt. Und jetzt, wir möchten nur diese Konto zeigen und danach ist Ihre Entscheidung, wenn Sie möchten, die Konto zum Aktivieren oder wenn Sie möchten, das so zu lassen. Ja, dann brauche ich mal Ihre Internetadresse, damit ich da gucken kann. Ja. Und die Seite, die Anydesk, es ist besser, damit wir das zusammen schauen, ja damit Sie keine Fehler machen. Ich lade das Programm nicht runter. Das habe ich okay, ja jetzt schon gesagt. TeamViewer, haben Sie TeamViewer? Ich lade mir auch dieses Programm nicht runter. Und wie möchten Sie dann diese Konto aktivieren, ohne diese beiden Tabellen? Über Ihre Webseite oder nicht? Okay, dann gehen Sie bei Google und schreiben Sie EU, E wie Emil. Hm. EU und weiter. Was haben Sie bis jetzt geschrieben? Na, EU. Dann schreiben Sie F wie Friedrich. Mhm. M wie Martha. Mhm. Dann machen Sie einen Punkt. Ja. E. Ja. U. Ein O oder ein U? E wie Emily, U wie Udo. Ein U. Mhm. Also... EUFM.eu. Genau. So, da sehe ich jetzt so einen Taler im Hintergrund. Schauen Sie jetzt, was kommt. Ja, so ein Taler im Hintergrund, habe ich ja gesagt. Schauen Sie in die rechte Seite eine Mensch, damit Sie draufklicken können. Nicht. Wie bitte? Ich sage, ich kenne die Seite nicht. Ja, wenn Sie das nicht kennen, Sie haben selber die Anmeldung auf diese Seite gemacht, Herr. Das ist die Seite, was Sie gesucht haben und das ist die Seite, wo Sie registriert sind. Ach so, na dann können Sie das löschen, das brauche ich nicht. Ich bin nicht hier, Ihre Konto zum Löschen. Sie müssen das selber löschen oder mit Anydesk. Wie löscht man das Konto? Dann öffnen Sie die Anydesk und ich werde Sie helfen, damit Sie das löschen können. Nee, na wenn Sie sagen, ich kann das alleine machen, dann müssen Sie ja sagen, wo... Sie können das nicht alleine machen, weil es ist ein bisschen kompliziert. Wir müssen das durch Anydesk machen. Und ich mache überhaupt gar nichts auf Ihre Computer, weil das ist nur eine Applikation, damit wir zusammen parallel arbeiten können. Wenn ich etwas falsch mache, dann können Sie sofort die Applikation schließen und Ihre Computer ausschalten. Ja, richtig. Wenn er dann irgendwas falsch macht, kann ich zwar meinen Computer ausschalten, aber es könnte dann schon zu spät sein. Denn wenn er seinen Trojaner, seine Malware oder sein Virus darauf installiert hat auf dem Rechner, dann ist es zu spät, dann kann ich da so vielen Stecker ziehen, wie ich will. Wenn ich die Kiste wieder einschalte, hat er danach auch Zugriff auf meinen Computer, auch wenn ich es nicht bemerke, dass er noch Zugriff auf meinen Computer hat und kann sich ganz bequem alle Daten und Dokumente vom Computer nach und nach herunterladen, auch im Nachgang, auch wenn ihr das gar nicht mehr bemerkt. Und genau das ist die Gefahr bei so einem Telefonat. Und naja, man sieht ja auch, dass das hier wahrscheinlich das übergeordnete Ziel sein soll von diesem Gespräch. Denn warum bohren die immer wieder weiter rum auf dieses Programm? Jetzt will ich ja schon mittlerweile mein Konto bei dieser Firma abmelden und nichts mehr mit dieser Firma zu tun haben. Und jetzt will er mir dabei helfen bei der Abmeldung des Kontos. Und dafür brauchen wir denn auf einmal auch Anydesk, also... Unseriöser und bekloppter geht's wirklich kaum noch. Aber das ist halt das oder eine der vielen Maschen, die die Betrüger bei euch probieren, wenn sie bei euch anrufen. Nee, also ich find den Anruf schon komisch. Das möchte ich nicht. Ist das nicht komisch? Das ist wegen Ihrem Interesse, was Sie selber gezeigt haben, bei unserer Seite. Ja, ich kann mich an Ihre Seite ja, wie gesagt, nicht erinnern. Also, ja, wenn Sie nicht suchen, dann wie können Sie auf die unsere Seite gehen? Sie müssen erstmal suchen, die Seite, was ich Ihnen gesagt habe, und danach kommt die Handelskonto. Und ich gebe auch die Zugangsdaten, damit Sie einloggen können. Aber ich brauche so ein Konto nicht, danke. Ja, wenn Sie das nicht brauchen, dann werden Sie auch eine Strafe bekommen, wenn Sie das so lassen. Ach so, na gut, dann schicken Sie die Karte zu. Ja, ich schicke das auf Ihre Mutter, ja? Toll, also jetzt drohen sich ja auch noch mit angeblichen Strafen, die man hier zu zahlen hätte, wenn man da bei denen das Konto nicht aktiviert oder deaktiviert oder wie auch immer.
Dass das natürlich nichts anderes als absoluter, kompletter Bullshit ist, sollte eigentlich klar sein. Also wer hier solche Leute am Telefon hat, die einen hier wirklich dazu nötigen und erpressen, Geld einzuzahlen, legt einfach auf und installiert um Gottes Willen nicht deren Programme. Schon alleine mit der Energie, die ihr hier reinsteckt, das Ganze umzusetzen und irgendwie Zugriff auf euren Rechner zu erhalten, alleine dieser Punkt zeigt schon, dass das hier nicht mit rechten Dingen zugeht und es die unbedingt auf euren Rechner wollen, um irgendwas da auch immer zu installieren, damit sie eure Daten abgrasen können und hinterher dann noch einen fetten Identitätendiebstahl zu begehen. Das ist aber nicht alles. Wenn die Zugriff auf euer Bankkonto haben oder irgendwelche anderen Konten, dann haben die auch eventuell Möglichkeit, dort einfach Geld zu transferieren. Oder Amazon-Konto zum Beispiel. Vielleicht bestellen sie sich irgendwas Schönes auf euren Namen über euer Konto, nur mit einer neuen Adresse. Natürlich gibt's überall die Zwei-Faktoren-Authentifizierung, die euch eigentlich genau davor schützen sollte, aber die muss dann auch aktiviert sein. Und ganz ehrlich, wer solche Leute auf seinen Computer lässt, da ist die Chance, dass das überhaupt aktiviert ist, sehr, sehr gering. Weil die Menschen kennen sich höchstwahrscheinlich überhaupt nicht mit der ganzen Materie aus und laufen halt blauäugig in ihr Verderben. Und genau darauf zielt dieser Anruf eben auch ab. Aha, das ist ja sehr seriös. Ja, ist das sehr seriös. Das ist auch nicht seriös von Ihnen, wenn Sie das so lassen. Ach so. Ja, also dann sprechen Sie... Das Konto. Können Sie doch dann werden Sie immer Anrufe bekommen. Ich werde auch die Nummer verteilen. Mhm. Also wollen Sie... Ja, genau. Das ist illegal. Ist mir egal, was Sie sagen. Ich werde die ganze Nummer und die ganzen Daten von Ihnen jetzt auf die anderen Unternehmen verteilen und Sie werden immer Anrufe bekommen auf diese Telefonnummer, auf Ihre Festnetznummer. Ja, auch das hier ist Erpressung, Nötigung und definitiv strafbar, wie er sich hier äußert. Also das ist hier schon kein Bandenbetrug mehr, das ist höchst kriminell. Also die Energie, die hier drin steckt, das ist tatsächlich absolut Abschaum. Also ich frage mich, was solche Leute sich da bedenken, euch anzurufen, euch was verkaufen zu wollen, euch erpressen zu wollen und wenn man da nicht mitspielt, dann hier so zu reagieren. Das ist schon höchst interessant. Das Dramatische ist, dass die damit leider erfolgreich sind mit dieser Art und Weise und dieser Masche. Na gut, okay. Dann weiß ich ja, dass das jetzt ein Betrugsversuch war. Es ist kein Betrug hier. Sie haben selber Interesse gezeigt. Es gibt keinen Betrug hier. Natürlich. Wenn Sie Interesse zeigen, dann sagen Sie am Anfang, dass Sie möchten das nicht. Aber nicht so. Das ist ein Betrug, was Sie da machen. Das ist kein Betrug. Ist der eigentlich vollkommen dumm und gehirnamputiert? Also ich rede die ganze Zeit davon, dass ich das nicht haben will. Und jetzt sagt er, ich hätte doch nur vorhersagen sollen, dass ich das nicht haben will. Ist ja irgendwie komplett blöd. Ich frage mich wirklich, was die da für Leute hinsetzen und was die sich davon versprechen. Hier in dem Fall ist das höchstwahrscheinlich genauso gewollt, dass die so aggressiv am Telefon vorgehen. Anders kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen, dass irgendein Callcenter auf die Idee kommt, das zuzulassen, so mit seinen Kunden zu sprechen, selbst wenn das Ganze hier nur ein Betrugs-Callcenter ist. Es ist und bleibt einfach, ja, absolut, weiß ich nicht, es ist verwirrend. Verwirrend, absolut abartig und wer steckt hier eigentlich noch seine Kohle rein? Das Ganze ist einfach so gewollt. Die wollen die Menschen unter Druck setzen, dass die aus Angst dort ihr Geld einzahlen. Und genau das sollte man dann in diesem Fall auf keinen Fall tun. Tja, weil so ist das Geld nur 100% weg, wenn man da mitspielt. Das sollte wohl klar sein. Und eure Daten, die natürlich auch noch. Du bist ein betrogener Mann. Ich habe Ihnen nicht das Du angeboten. Ja, du hast am Anfang gesagt, dass Sie haben diese Anmeldung nicht gemacht. Aber bei uns steht die Konto. Und du bist ein Betrüger. Das ist die Lüge. Ach so, naja, dann sind Sie halt der Meinung. Ist ja okay, kann ich mitleben. Ja, dann leben Sie. Leben Sie alleine. Wie ein Hund. Ja, so bist du, ein Hund. Genau, dann sind wir uns ja da. Ja, genau. Ja, eine Katze, oder? Ja. Machen Sie das schon lange so mit? Oder eine Schwanz. Ja, fragen Sie Ihre Schwester, Sie kennt mich schon. Haben Sie eine Schwester, oder? Ihre Mutter, fragen Sie, Sie kennt mich schon. Du Hure, Sie sind mikrophil, kann das sein? Aha, da spricht er dann nicht mehr, der Betrüger. Sehr interessant. Das ist ein komischer Betrugsversuch, was Sie da machen. Tja, und das war jetzt tatsächlich das erste Gespräch von den 11 Stück insgesamt, die ich mit diesem Callcenter geführt habe.
Eins ist klar, das war jetzt ja noch so ein harmloserer Teil von diesem Callcenter mit der netten Mitarbeiterin zum Anfang, die schon gar nicht verstanden hat, was sie eigentlich da selbst erzählt. Mich hat sie nicht verstanden, sich selbst hat sie scheinbar nicht verstanden und ich habe sowieso nichts verstanden. Also doch schon, aber naja, ihr kennt das ja, das Spielchen. Ich verstehe schon mit Absicht hier nichts, damit die schön ihre Zeit verplempern. Dieses Callcenter hat Zeitverplempern auf jeden Fall scheinbar richtig nötig. Denn wie gesagt, hier kommen ja einige Gespräche zustande. Das nächste wird jetzt schon gleich von Anfang an wieder sehr höchst interessant und definitiv sehr zuvorkommend. Da möchte man doch definitiv jetzt erst recht sein Geld einzahlen. Ja? Hurensohn. Haben Sie ein Problem? Hurensohn. Du bist eine Hurensohn. Du bist eine Schwul. Ja? Erzähl mehr von deiner Familie. Eine große Schwul. Ja? Hast du das zu Hause in deiner Kinderstube gelernt? Hurensohn. Also deine Eltern haben dir aber ein sehr schlechtes Benehmen beigebracht. Hurensohn. Ja? Schwul. Also kann ja nur eine Betrügerfirma sein, wenn man so am Telefon agiert. Du bist eine Schwul. Na, immerhin bin ich nicht Betrüger. Du bist eine Schwul. Sagte derjenige, der so schwul am Telefon spricht. Du bist eine Schlampe. Sprichst du da von dir selbst? Du bist eine Hurensohn. Schön. Möchtest du das deinem Chef erzählen? Du bist Hurensohn, eine Schlampe. Ich leite das mal an deinen Chef weiter, ja? Auf ihre Mutter. Ich nehme das auf und schicke das an eure E-Mail-Adresse, dann kann das sein. Hurensohn. Schön. Schwul. Erzähl mehr von deiner Familie. Hurensohn bist du. Hast du aber eine gute Kinderstube genossen? Hurensohn. Ja, schön. Schwul. Fein. Ja, fein. Tja, und wenn ihr denkt, das hat jetzt schon das Level der Idiotie schon wieder komplett erreicht. Nein, hier an der Stelle hat der jetzt hier wieder aufgelegt. Das heißt, wir hatten das Callcenter nun schon zum zweiten Mal an der Leitung. Das dritte Telefonat, was jetzt als nächstes gleich im Anschluss kommt, da kann ich euch auf jeden Fall versprechen, es wird noch besser, noch unterirdischer, noch fragwürdiger und tja, da fragt man sich eigentlich, was soll das eigentlich noch bringen? Was ist das Ziel von solchen Leuten, jetzt hier immer weiter anzurufen? Denn jetzt verbraten die ja nun wirklich wissentlich und willentlich ihre eigene Zeit, um sie mit mir zu verschwenden. In der Zeit, wo sie dann nichts verdienen. Tja, also, wenn die möchten, bitteschön. Dafür ist der Kanal da. Dann bieten wir ihnen die Bühne und ihr habt was zum Lachen. Wünsche ich euch viel Spaß mit dem dritten Telefonat von diesem tollen Callcenter. Guten Tag. Hallo? Ja? Ja, guten Tag. Wie geht's Ihnen? Wer sind Sie denn? Brian Eason ist am Apparat. Aha, und wen wollen Sie sprechen? Du hast gerade meinen Mitarbeiter beleidigt. Aha. Okay? Und jeder Anruf, das wir mit Kunden machen, ist auf unserem Büro registriert. Ja. Also, du erhältest eine Steuer. Mhm. Strafe, Entschuldigung. Was habe ich denn da gesagt für eine Beleidigung? Sie haben meinen Mitarbeiter beleidigt und das womit ist denn natürlich strafbar. Was habe ich denn gesagt? Bequeme Worten. Also ich kann auch die Worte nicht sagen wegen meiner Ethik. Okay? Aber Sie haben eine schlechte Verhaltens. Warum lachen Sie? Glaubt dir das einer? Bist du bescheuert? Ha 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 ha!
Warum lachen Sie? Was gibt es zu lachen? Bist du bescheuert? Hast du ein Gehirn? Wer hat jetzt wen beleidigt? Wem hat wen beleidigt? Du hast jemanden beleidigt. Kannst du bitte mit dem Lachen aufhören? Du bist dumm. Du bist ein Hurensohn. Ja, das ist lächerlich, ja? Du kannst den ganzen Tag lachen. Jemand, alle wissen, dass du ein Hurensohn bist. Hurensohn. Ja, genau. Du hast das jetzt gut verstanden. Mhm. Du bist ein Hurensohn. Ach so, sagte der Beleidigte. Du bist peinlich. Ein Penner von dem Bahnhof. Du hast keinen Cent im Tasche. Das ist wirklich ein Witz. Also, sagte mir das Dreckvieh. Ein Person wie du verdient null in diesem Welt. Also warum lachst du wie ein behinderter Mann? Ich lach dich aus. Okay, mit wem lachst du? Ich lache dich aus. Mit wem? Mit gar keinem. Ich lache dich aus. Du bist bescheuert. Du hast psychische Probleme. Du musst bei dem Arzt, bei dem Neurologen gehen. Okay? Etwas stimmt nicht mit ihrem Kopf. Okay? Obwohl jemand ihnen nervös macht, du musst niemals beleidigen. Ja. Oh Mann, ey. Eieieiei. Also ich würde sagen, der hat sich ja mal auf kompletter blanker Linie von vorne bis hinten komplett blamiert. Also der ruft jetzt hier bei mir an, weil ich angeblich seine Mitarbeiter beleidigt habe und er macht nichts anderes als genau das ganze Gespräch. Dann will er mir noch erzählen, dass das Telefonat illegal aufgezeichnet wurde und ich müsse jetzt irgendeine Strafe bei ihm bezahlen. Na, ganz bestimmt muss ich bei diesem Callcenter eine Strafe bezahlen für den Blödsinn, den die da erzählen. Lasst euch definitiv von so einer Scheiße nicht blenden. Das ist nichts anderes als Betrug und ganz erbärmlich peinlich. Mehr ist es einfach nicht. Die versuchen euch das Geld aus der Tasche zu ziehen mit den abartigsten Methoden mittlerweile. Es ist doch wirklich nur noch fragwürdig. Es ist nur noch fragwürdig, was man da für Menschen an die Leitung gesetzt bekommt. Ich meine, wir haben jetzt da drei Leute aus diesem Callcenter gehört und alle drei haben nicht alle Latten am Zaun, so wie sie mit den Kunden umgehen. Ich meine, dass dieses Callcenter ja höchstwahrscheinlich genau so arbeitet, um an die Kohle zu kommen, ich glaube, das spricht ja schon alleine für sich. Aber, tja, weiß ich nicht, wie die sich selbst auch nur im Ansatz, im entferntesten irgendwie für seriös selbst befinden können. Also die haben definitiv eine kranke, falsche, gestörte Wahrnehmung von sich selbst und von dem, was die da für einen Job ausüben. Es ist nichts anderes als einfach nur erbärmlich, sich so gegenüber den Menschen am Telefon zu verhalten. Tja, aber was will man da erwarten? Es rufen halt Betrüger an hier auf der Hotline. Und natürlich haben wir jetzt das Callcenter wieder an der Leitung. Allerdings mit einem neuen Gesprächsansatz. Das heißt, das Callcenter weiß jetzt nicht, dass sie wieder mit mir telefonieren, denn sie benutzen jetzt hier einen neuen Datensatz, eine neue E-Mail-Adresse und eine neue Telefonnummer von mir. Das heißt, sie können mich nicht zuordnen und merken gar nicht, dass sie schon wieder mich in der Telefonleitung haben. Guten Tag. Hallo, guten Tag, Herr Lausberg. Ja. Können Sie mich hören? So, Bruno ist mein Name. Ich rufe Sie von Ihrem Handelskonto, wo Sie registriert sind, vor ein paar Minuten, ja? Ja. Sie haben eine Anmeldung durch unsere Seite gemacht und deswegen habe ich Ihnen angerufen. So, okay. Sie sind momentan mit einem Computer oder mit Ihrem Handy? Was spielt das jetzt für eine Rolle? Damit ich Ihnen zeigen, damit wir die Konto aktivieren können. Ach so. Deswegen habe ich Ihnen gesagt. Ja, ich gucke mich noch um derzeit.
So, Sie sind immer noch jetzt online auf die Seite, ja? Ja, ich bin online. Das ist ja, genau. Und deswegen habe ich auch angerufen, weil ich habe gesehen, dass Sie online sind. Richtig, und ich schaue mich gerade ein bisschen auf Ihrer Webseite um. Wie kommen Sie denn dazu, dass Sie da direkt anrufen? Ja, deswegen haben Sie auch die Anrufe bekommen. Kann ich Ihnen helfen, damit wir weitermachen mit dem Konto? Na, ich gucke mich erstmal um. Da weiß ich ja nicht. Also, was ist denn jetzt der Grund Ihres Anrufs? Habe ich da was falsch gemacht? Wegen die Konto. Nee, nicht falsch, aber wegen die Aktivierung. Weil Sie können das leider nicht alleine aktivieren. Es gibt auch einen Bonus dazu heute und deswegen rufe ich Ihnen an, damit Sie auch die Bonus bekommen. So, ich drücke doch hier einfach nur... Also ich bin doch jetzt in Ihrem Konto. Was muss ich denn da noch aktivieren? Das verstehe ich nicht. Weil die Bilanz auf Ihrem Konto steht null, ja? Und damit Sie die Konto aktive haben und damit Sie anfangen können mit dem Profiter, müssen Sie einen Mindestbetrag von 250 einlegen. Ja, das kann man ja hier alles alleine machen. Das mache ich über Payment-Methode und klicke dann auf die Zahlungsmethode, 250 Euro, Submit und dann überweise ich. Nein, das geht leider nicht, weil es gibt viele Versuche momentan auf unsere Unternehmen und wir können das mit einer anderen Methode versuchen, durch Kryptowährungen, ja? Okay. Und es war besser, wenn ich Ihnen helfen kann durch eine Support-Applikation, AnyDesk oder TeamViewer. Haben Sie? Nee, das brauche ich dazu nicht. Das kann ich ja alles alleine machen. Okay, dann öffnen Sie bitte eine neue Seite und ich werde Sie die Seite buchstabieren, wo Sie das machen können, okay? Ich zahle es hier auf der Webseite direkt dahin. Da brauche ich ja keine andere Seite dafür. Es geht leider nicht her, da. Da weil es gibt viele Versuche momentan durch... Ich werde Ihnen die Seite zeigen, wo Sie die Einzahlung machen können. Und wenn ich fragen darf, wie schaffen Sie diese Einzahlung? Durch eine Karte oder durch Überweisung? Das habe ich mir jetzt noch nicht überlegt. Ja, wie Sie möchten. Aber, ja. Wenn ich Sie jetzt schon einmal an der Leitung habe, dann können wir ja vielleicht ein paar Fragen klären. Es war besser, damit Sie auch diesen Bonus nicht verlieren, weil wenn Sie heute 250 einlegen, Sie werden auch von uns 125 als Bonus bekommen, damit Sie uns testen und damit Sie schauen, wie das läuft und wie das ist. Ich meine, mit so kleinen Beträgen fange ich ja nicht an, aber ich habe jetzt leider nicht. Das ist die. Das, ja. Welche Erfahrungen haben Sie denn im Trading? Es geht über Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffe und viele Sachen. Ich bin nur ein Support und ich werde Ihnen nur helfen. Ja? Das sind ja die Arten der Finanzinstrumente. Aber meine Frage war, welche Erfahrung Sie im Trading haben. Die Unternehmen ist in diesem Bereich über 8 Jahre. Und wir arbeiten immer, das Jahre? Manchmal ist besser mit dem Autoroboter und gibt auch die Finanzberater über 10 Jahre auch hier. Aber es ist besser, wenn Sie erstmal mit einem Finanzberater versuchen, damit Sie das besser verstehen können. Ja, aber wenn Sie jetzt hier sagen, 8 Jahre, dass Sie da schon 8 Jahre am Markt sind, so lange ist ja die Webseite noch nicht so alt. Die ist ja noch relativ frisch. Ich bin nicht spezialisiert über die Kryptowährungen und so weiter. Ich bin einfach ein Support, damit ich Ihnen helfen kann, wie können Sie die Konto aktivieren. Wenn Sie die Konto aktiviert haben, Sie werden sofort einen Anruf bekommen von unserem Finanzberater. Und Sie werden dann alle Informationen von den Finanzberater haben. Wie viel Prozent bekommen Sie pro Tag? Wie viel möchten Sie noch einzahlen und so weiter? Das ist. Ja. Welche Kosten und Gebühren kommen denn mit den Trades? Also sind denn mit den Trades verbunden? Es gibt keine Gebühren und unsere Interesse, was wir haben, das ist keine Gebühren. Nein, das lassen Sie mich bitte kurz erklären. Ja. Wir verdienen 0,3% von jeder Profite. Na, also ist das doch die Gebühr. 0,3%. Das sind nicht Gebühren, das sind nicht von Ihnen, aber von den Profiten. Das ist 0,3%. Ja, ist ja die Gebühr dann. Und wenn Sie die Auszahlung bekommen, da gibt keine Gebühren. Wenn Sie diese Profite auszahlen, gibt da keine Gebühren. Weil wenn Sie mit der Bank in Deutschland Handel machen, Sie werden immer Gebühren und Steuer zahlen.
Und welche Aber Art von Anlageberatung haben Sie da? Bieten Sie denn da an? Die MetaTrader 5. Na, das ist ja keine Anlageberatung, das ist ja ein Programm. Das habe ich schon. Ja, das haben wir auch. Ja, aber das ist ja keine Anlageberatung. Die Frage war ja, welche Anlageberatung Sie anbieten. So, wie ich Ihnen gesagt habe, das erklärt besser die Finanzberater, was Na, wir dann würde haben. Ich mal mit dem sprechen. Sie können nicht mit dem sprechen, wenn Sie die Konto nicht aktiviert haben. Sie müssen erstmal die Konto aktivieren und danach werden Sie auch den Anruf von den Finanzberater bekommen. Na, das läuft aber so normalerweise nicht. Erstmal kann man ja sich mit jemandem unterhalten. Es geht leider nicht mit dem Er. Er ist voll mit dem Termin und Sie müssen immer die Termin scheinbar mit dem Experten. Und wie ist das bei Ihnen mit dem Risiko Money Management? Haben Sie da eine bestimmte Strategie? Ich hab Sie gesagt, dass Sie werden erstmal von uns eine Bonus. Jetzt ist die Leitung gekommen. Sie waren gerade weg. Jetzt? Ist das besser? Ja, jetzt ist wieder da. Okay. Wo haben Sie denn das Charting Tool? Weil das sehe ich auf Ihrer Webseite gar nicht. Die Chart meinen Sie, damit Sie schreiben, oder? Nee, die Charts. Also die sehe ich ja bei Ihnen auf der Webseite gar nicht. Die Unternehmen? Nee, die Charts. Das verstehe ich nicht. Na, ich dachte, Sie rufen von einer Trading-Firma an. Dann müssen Sie doch wissen, was Charts sind. Ich weiß das nicht. Na, Charts sind die Kursbewegungen. Die Tabelle für die Kursbewegungen. Wo ist denn die? Ich habe den Finanzplan hier und ich habe Sie gesagt, dass Sie werden alles von den Finanzberatern bekommen. Sie werden erstmal mit dem kleinen Kapital versuchen. Ich möchte mich ja erstmal ein bisschen umschauen hier und mal ein paar Informationen sammeln. Ne, ich muss mir das ja erstmal richtig angucken, ja, bevor ich mich dafür Sie entscheide. Ne? Ich habe, natürlich, Sie haben auch recht. Aber ich habe Sie am Anfang gesagt, das ist wie nicht spezialisiert über die Kryptowährungen und die Trading. Mhm. Ich bin einfach hier, damit Sie können die Konto aktivieren. Ich bin einfach ein Support von EUFM. Wenn Sie die Konto aktiviert haben, Sie werden die Finanzberater sofort bekommen von unserem Unternehmen und er wird Ihnen die ganze Frage erklären. Ja, dann würde ich erstmal mit dem sprechen. Sie können überhaupt nicht. Aber ich zahle doch nicht erst ein und kriege danach die Informationen. Das ist keine Zahlung, das ist nur eine Kapital, was Sie einlegen und Sie können diese Kapital auch wieder zurück ausziehen. Mhm. Das steht auch auf der Seite, damit Sie das zurück ausziehen. Wo finde ich denn auf Ihrer Webseite die Lizenznummer von Ihrer Firma? Weil die habe ich jetzt hier noch nirgendwo gesehen. Das schauen Sie überall. Unser Unternehmen ist in die Großbritannien. Ja, wo kann ich denn das sehen? Weil ich habe das bis jetzt noch nicht gesehen. Wo steht denn die Lizenz? Hallo? Hallo. Ja, bitte. Ja, wo sehe ich denn die Lizenz von Ihrer Firma? Das werde ich Ihnen zeigen, wenn Sie die Anydesk geöffnet haben. Nee, das braucht man ja dazu nicht. Das kriege ich so, allein. Die Lizenz können Sie bei BaFin suchen und da kommt immer. Na, aber die muss doch auf Ihrer Webseite stehen, die Lizenz. Die Webseite steht niemals auf dem... Die Lizenz steht niemals auf der Seite. Also, wenn man bei beiden Infos so schaut, dann sieht man überall die Lizenz immer auf der Webseite. Das muss ja da stehen. Da steht keine Lizenz. Also sind Sie nicht lizenziert? Wie bitte? Wir sind schön lizenziert, Herr. Aber ist keine Frage. Weil mit Kryptowährung können Sie ja nicht bei der BaFin reguliert sein. Das geht ja nicht. Natürlich nee, können wir auch. Die BaFin machen Sie keine alles. Kryptowährung. Das ist ja Quatsch. Da kennen Sie sich aber schlecht aus. Schauen Sie bei FCA. Können Sie auch auf dem FCA das schauen? Wissen Sie, was FCA ist? Das ist eine andere Finanzbehörde, aber Sie müssen ja irgendwie eine Verlinkung zu ihrer Lizenz haben. Das geht ja nicht ohne. Okay, ich habe auch für Sie eine Frage. Wie haben Sie unsere Unternehmen gefunden? Wie? Über Google. Ich habe ein bisschen gegoogelt und habe mich nach neuen Trading-Plattformen umgesehen, weil ich was mit Krypto suche. Ich mache aktuell nichts mit Krypto und dachte, ich fange jetzt mal an, in Krypto zu investieren. Und nach einer Weile bin ich jetzt auf Ihre Webseite gestoßen und habe mich jetzt da einfach mal angemeldet und dachte, ich schau mal. Aber Sie haben die Daten selber eingegeben. Wie bitte? Weil Sie haben selber die Daten eingegeben. Ja, das ist richtig, genau. Die habe ich manuell eingegeben, die Daten. Ja, das genau. Ist richtig. Ja, aber ich finde nichts von Ihnen jetzt hier, was die Lizenz angeht.
Die Lizenz können Sie das bei EFSA schauen. Okay? Das steht auch. Bitte machen Sie nicht so viel Frage, weil Sie werden das versuchen, erstmal mit einem kleinen Betrag. Ach so, Sie möchten nicht 1000 Euro. Aber keine Fragen beantworten. Das finde ich dann unseriös. Ich habe Sie gesagt, dass Sie finden das bei EFSA. Was wollen Sie noch wissen? Ja, aber das ist unseriös, so wie Sie auch schon mit mir reden. Das ist schon seriös, was Sie haben gesehen. Nee, weil Sie sind auch selber eingeloggt auf unsere Seite. Ja, so, ja, die Lizenz schauen Sie bei EFSA, Sie können das jetzt suchen und das kommt schon da. Okay? Müssen Sie mir auch sagen, wo ich das bei FCA finde? Das müssen Sie selber finden, weil Sie haben mir gesagt, dass Sie wissen alle selber und dass Sie möchten keine Verbindung haben durch Anydesk oder TeamViewer. Richtig, genau. Und das heißt, dass Sie machen das selber. Dann schauen Sie sich in die Leute. Okay, nee, aber dann möchte ich von Ihrem Unternehmen wieder Abstand nehmen. Dann können Sie da meinen Datensatz löschen. Das finde ich. Nee, leider, ich kann keine Daten löschen, weil ich bin nicht hier, Ihre Daten zum Löschen. Ich bin einfach hier Ihnen zum Helfen, damit Sie dieses Konto aktivieren. Mhm. Ja? Wo kann ich denn da, wo finde ich denn das mit dem Löschen? Wo ist denn da der Löschbutton? Weil wenn ich auf Profil klicke, gibt es ja da keinen. Sie müssen erstmal die Konto aktivieren mit 250. Schauen Sie ein paar Tage, wie das ist und wie das soll. Wenn das nicht gefällt, nee, wir können also, auch die gesagt, Kündigung machen und Sie werden auch diese 250 zurückbekommen. Nee, wie gesagt, das, da nehme ich Abstand von. Das finde ich nicht besonders. Okay, dann werden Sie immer Anrufe bekommen, wenn Sie das so lassen, weil die Anmeldung ist überall, ist nicht nur auf unserer Webseite. Ja, aber ich habe Ihnen ja auch keine Werbeerlaubnis gegeben, mich anzurufen. Ne? Also das ist ja auch mal ein Fakt. So, können Sie kurz die Anydesk öffnen, damit wir das löschen können, oder? Na, also gerade haben Sie noch gesagt, Sie können das nicht löschen. Sie können das aktivieren, habe ich gesagt. Und ein paar Tage werden wir das löschen. Erstmal aktivieren wir das und dann gesagt, löschen Sie. Das klingt alles unseriös. Das ist schön seriös. Das ist schön seriös. Weil Sie haben am Anfang die Bedienung akzeptiert, damit Sie dieses Konto aktivieren können. Haben Sie auch da die Beträge gesehen? Wo kann man das löschen? Da waren ja bis jetzt noch keine allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Das war auf Englisch. Weiß ich nicht, wenn Sie Englisch wissen, aber das ist auf Englisch. Mhm. Das ist, wie gesagt, also da nehmen wir dann Abstand von. Also da habe ich dann kein Interesse mehr. Haben Sie kein Interesse mehr? Dann warum sind Sie bei uns registriert? Ja, bis gerade eben war ja noch alles gut. Ich wollte mich ja erstmal ein bisschen bei Ihnen umschauen, ne? Aber ja. Der Anruf hat mich jetzt nicht überzeugt. Also eher das Gegenteil bewiesen. Und wo ist das Problem, dass Sie gefällen das nicht? Na, so wie Sie mit mir sprechen, dass Sie erst Geld haben wollen und dann eine Beratung stattfindet. Das ist nicht ja, natürlich, weil funktioniert bei alles. Die Berater kann also nicht sprechen mit Ihnen, weil die Zeit kostet hier bei uns. Ihre ja, Zeit vielleicht kostet nicht, aber bei uns nicht. Nee. Also, Sie haben selber Interesse gezeigt bei uns und deswegen habe ich Ihnen gesagt. Ja, aber ja. Muss das Interesse dahin. Jetzt möchte ich die nicht. Die Berater bei uns kostet Geld. Wenn Sie nicht zahlen, natürlich, dass Sie kriegen auch keine Informationen von den Beratern. Wie können Sie Geld verdienen? Natürlich. Ja, dann verlieren Sie mich halt als Kunden. Alles klar, dann einen schönen Tag noch. Bleiben Sie gesund. Ja, tschüss, Betrüger. Und dann war das Callcenter wieder weg. Da hat er direkt aufgelegt. Tja, also irgendwie die gleiche Masche wie vorher, ne? Also die Menschen quasi ums Geld erpressen, wenn man nicht das bekommt, wie man sich das Ganze vorgestellt hat. Aber nun haben wir das Callcenter erneut an der Leitung. Guten Tag. Ja, hallo, guten Tag. Spreche gerade mit Herr Heil? Nein. Hallo? Ja. Nein, wie heißen Sie? Was? Soha, wie heißen Sie bitte? Wer sind Sie denn? Ich weiß nicht, wer Sie sind. Was möchten Sie denn? Hä? Was denn? Tja, und weil das Callcenter ja so toll zu uns ist, habe ich mir gedacht, ich hinterlasse einfach noch ein paar Datensätze und lasse mich nochmal anrufen. Und nochmal und nochmal und nochmal. Schauen wir mal, wie sie so jetzt auf die weiteren Anmeldungen reagieren. Die hat sich ja scheinbar nicht gemerkt, dass wir uns schon mal am gleichen Tag nur mit einem anderen Namen und einer anderen Telefonnummer und einer anderen E-Mail-Adresse gesprochen haben. Hallo? Hallo? Ja? Schönen guten Tag. Wie geht's, Herr Hermann?
Was möchten Sie denn? Wer sind Sie denn? Laura Lombardi, bin ich. Ich bin die Fotoverwalterin von der Firma EUFME. FM, okay. Mhm. So, Sie sind gerade online bei dem Konto, oder? Ach so, Sie rufen von der Trading-Plattform. Ja, richtig. Also ich bin die Kontoverwalterin und ich rufe Sie an, damit ich Ihnen ein bisschen das mehr erzählen kann, erklären kann. Ne? Weil wie gesagt, das ist ein bisschen schwierig. Man muss erst mal eine Hilfe haben, damit Sie das also auch besser verstehen können. Ne? Ist das die erste Mal für Sie, dass Sie über Onlinehandel interessieren? Ich wundere mich schon ein bisschen über Ihren Anruf, weil ich habe den ja gar nicht gefordert. Ja, also wenn Sie eine Anmeldung machen, danach bekomme ich die Daten von Sie, die Anmeldung, die Sie gemacht haben. Und ich bin in eine Kontoberaterin, dass ich ihn direkt anrufe, weil wie gesagt, das ist ein bisschen kompliziert, die Online-Handel zu machen. Nö, finde ich nicht. Nicht kompliziert. Onlinehandel ist ja einfach. Aber wissen Sie was ich hier vergeblich bis jetzt auf Ihrer Webseite noch suche, ist die Lizenznummer. Ja, ich kann Ihnen das zeigen. Also, ja, ich kann Ihnen das zeigen. Nur, ich weiß jetzt nicht, ob Sie gerade sind mit einem Computer oder mit einem Handy. Ist ja egal, es funktioniert beides. Okay, weil wie gesagt, ich arbeite mit meinen Kunden mit einer Support-Applikation, okay? Aha, nee, ich brauche da, also ich will ja nur wissen, wo Ihre Lizenznummer ist. Nochmal? Ja, wo ist denn Ihre Lizenznummer? Wo finde ich denn die auf Ihrer Webseite? Die Lizenznummer? Ja. Das finden Sie bei, warte, ich kann Ihnen, FCA, bei FCA. Na wie, also ich bin ja jetzt auf Ihrer Webseite hier, da muss ja die Nummer auf der Webseite stehen. Das steht ganz, ganz unten. Also es ist schwierig, das zu finden, weil ich es ist ganz unten. Ich bin jetzt ganz unten bin ich jetzt, ja, und wo finde ich die Lizenznummer? Also, ganz unten steht Company Number und steht auch die Nummer, okay? Aber nicht bei wem Sie da registriert sind, das steht ja nicht mehr dabei. Ja, Sie sehen das. Wenn Sie einloggen, Sie sehen das, okay? Das ist ja nur die Nummer, aber da steht ja nicht, bei wem Sie lizenziert sind. Ja. Bei wem? Bevor Sie einloggen, steht das. Ja, ich habe die Nummer. Ganz aber steht die Frage ist, bei wem? Bei wem? Ja. Bei FCA. Oh. Ja, FCA. Okay. Sie können das auch in Google durchsuchen, ne? Also FCA oder FCH? FCA. Okay. Ja, Sie also können in da England. Durchsuchen. In England sind Sie Lösungen. Ja, England. Ja. Die Hauptplattform ist in England. Wir haben auch Filialen in Österreich, in Deutschland. Also in Berlin, in Deutschland. Deswegen, wir haben überall alle Filiale. Aber das ist das online, damit man kann Geld verdienen. Also, so, dann gucke ich jetzt mal. Erstmal auf FCA. Wo finde ich denn da bei FCA diese Überprüfungsseite? Deswegen sage ich Ihnen, damit wir das verbinden können und dann kann ich Ihnen das auch mehr erklären. Ne? Also ich habe jetzt bei FCA auf der Seite geguckt, Sie kennen Ihre Nummer nicht. Ja, aber deswegen, Sie klicken das falsch, okay? Lassen Sie uns das zusammen machen. Woher wissen Sie denn, dass ich das falsch geklickt habe? Lassen Sie uns das zusammen machen, okay? Danach werden Sie auch selber einverstanden sein, okay? Weil, wie gesagt, ich bin hier, Ihnen zu erklären, okay, wie das funktioniert. Ich merke, dass Sie haben ein bisschen Informationen über diesen Bereich und deswegen, ich möchte Ihnen weitere Informationen geben über unsere Firma. Okay? Aber ich merke, dass Sie gerade mit einem Computer sind. Wie? Ich bin nicht mit einem Computer. Mit was sind Sie? Ich bin mit einem Mann verheiratet, aber nicht mit einem Computer. Mit einem Mann? Ja. Wirklich? Wieso nicht? Was sind sehr daran? Gut. Nein. Ich finde das sehr gut. Aha. Wie lange sind Sie zusammen? Schon lange. Aber ich finde Ihre Lizenznummer nicht bei FCA. Ja, aber deswegen muss ich das Ihnen zeigen, damit wir keine Fehler machen, weil ich weiß jetzt nicht, was Sie jetzt suchen. Also ich kenne mich damit aus, da brauche ich niemanden, der mir was sagt.
Ja, also sagen Sie mir erst einmal, haben Sie schon Investitionen gemacht? Ja, natürlich bei Binance, aber ich gucke jetzt hier gerade hier Cyber Recovery Group und komm hier EUSM, betrügerischer Broker. Okay. Geld abheben unmöglich, steht jetzt hier. Cyber Recovery Group. Nochmal bitte? Cyber Recovery Group. Wenn man da ihren Sie Namen haben auf jeden Fall das falsch geschrieben, okay? Nee. Okay, ganz kurz, hab bitte warten Sie ganz kurz. Ich finde das und vielleicht schicke Ihnen das per E-Mail. Ganz kurz. Also ich finde es da komisch bei Ihnen. Hallo? Ich bin hier. Ich bin hier. Ja, warte kurz. Worauf muss ich denn jetzt warten? Also, ich bin schon hier. Entschuldigung, weil, wie gesagt, ich bin hier die Kontoverwalterin und ich möchte Ihnen das vorbereiten, damit Sie auch wissen, wo unsere Lizenz sind. Aber das, was ich nicht verstehe an Sie, ist das, dass Sie suchen die ganze Zeit nach dem Lizenz. Das haben Sie ja schon auf der Plattform, okay? Und bei FCA können Sie das auch schauen, okay? Nein, immer nicht. Die kennen Sie nicht, wenn ich das bei FCA in die Suche eingebe. Ja, Sie können das durchsuchen. Sie können das durchsuchen, Herr, okay? Ja, aber Sie sind ja bei FCA nicht bekannt. Nochmal? Sie sind bei FCA nicht bekannt. FCA sind nicht bekannt? Sie sind da nicht bekannt, richtig. Ja, aber Sie haben das vielleicht falsch geschrieben, deswegen... Nee, ich habe ja kopiert. Da kann man nichts falsch schreiben. Ich habe es kopiert. Hallo, ich weiß jetzt nicht, wo Sie geklickt haben, auf jeden Fall. Aber... Na, bei FCA auf der Suche. Ja, aber Sie müssen da nicht FCA schreiben, also nicht EUFM. Sie müssen schreiben WISE. Weiß, ich bin nicht von EUFM. Ich bin von Weiß. Wiese. Nee, also bei FCA überprüft man die Nummer. Nochmal? Bei FCA kann man ja die Nummer überprüfen. Also, wollen Sie uns verarschen jetzt? Ich habe Sie nicht verstanden. Ich sage, ich versuche bei FCA Ihre Nummer zu überprüfen. Was hat denn das mit Verarschen zu tun? Ja, aber Sie sagen, dass Sie haben selber die Anmeldung gemacht. Und wenn Sie die Anmeldung gemacht haben, das heißt, das ist eine gute Plattform. Okay? Nö, das heißt nicht. Jetzt. Das heißt, ich habe mich mal umgeguckt. Jetzt. Wenn Sie eine Anmeldung machen, Sie müssen ein bisschen vernünftig sein. Okay? Nee, also wenn Sie so mit mir umgehen, dann... Tut mir leid, dann hat sich das für mich erledigt. Also so möchte ich nicht, dass mit mir von umgegangen Ihnen hat wird. Das erledigt, dann viel Spaß mit dem Anrufe und auf Wiederhören. Also. Betrug, okay, mein dann haben Sie es ja jetzt bestätigt, dass es Betrug ist. Dankeschön für die Bestätigung. Das ist ein Betrug, ne? Wo sehen Sie, dass es ein Betrug ist? Oder na, an sind Ihrem Sie Verhalten. Betrug und Sie sind eine Profi jetzt? Na, an Ihrem Verhalten merke ich doch, dass das Betrug ist. Mann, lassen Sie das mit mir! Nee, also so wie Sie sich verhalten... Aber Sie sind so kindlich, Mann! Na, was wollen Sie machen? Was Sie wollen Sie? Sie bestätigen mir doch, dass es Betrug ist. So wie Sie sich verhalten, ist das nicht in Ordnung. Ich mache es so einfach, weil Sie machen die ganze Zeit Verarschung. Tut mir leid, also da möchte ich dann auch... Ja, haben Sie nichts anderes zu tun, außerdem mit dem, mit so Spaß zu machen? Also ich weiß ja nicht, was Sie daran lustig finden, aber ich finde das nicht lustig, so wie Sie sich verhalten. Ich finde auch das nicht lustig von Ihrer Seite. So. Sehr interessant. Naja, dann, ja, tschüss, Betrüger. Tja, und da haben wir das nächste Mal jede Menge Zeit mit diesem Callcenter verbracht und jede Menge Zeit von denen gestohlen, in denen die nichts verdienen. Ja, das Einzige, was die verdienen, ist absolute Verachtung. Denn das, was sie da tun, ist höchst kriminell und strafbar. Und in jedem Gespräch versuchen sie die Leute irgendwie zu einer Einzahlung zu nötigen. Mit den, raffiniert ist es nicht. Mit den ekelhaftesten Methoden
Man erzählt euch, ihr müsst das da tun. Und ansonsten bekommt man da ganz viele Anrufe. Und man erzählt euch, man hätte doch schon Interesse gehabt und man fand doch die Plattform so toll, nur weil man sich da registriert hat. Also nochmal, wenn man sich da registriert, dann sieht man im ersten Blick gar nicht, mit wem man sich da einlässt und wer da danach dann kommt. Das ist absolut wahnsinnig, was die da eigentlich veranstalten an der Leitung. Aber schauen wir mal weiter. Ich habe mich noch ein paar Mal mehr eingetragen bei diesem schönen Callcenter. Ja, guten Tag. Hallo? Ja? Wissen Sie Herr Gerolf? Nee. Knusprig Knusprig ist mein Name, nicht Gerolf. Das ist mein Vorname. So, ich bin Bianca. Ja. Sie sind Bianca. Und was hörst möchten Sie, Bianca? Was möchten Sie denn, Bianca? Die Antwort auf diese Frage bleibt uns denn die Bianca wohl schuldig. Da hat sie wohl keine Lust mehr gehabt, mit uns zu sprechen. Tja, ich weiß nicht warum, vielleicht ist ja jetzt hier aufgefallen, dass sie mich nun heute schon mehrfach am Telefon hatte. Oder aber, sie war denn doch ein bisschen davon verwirrt, dass der Kunde sie mit ihrem Namen anspricht. Auch wenn Bianca definitiv ein Fake-Name ist und sie garantiert keine Bianca ist. Leviosa? Hallo? Ja? Ja, und dann hatten wir sie wieder dran am Apparat. Da hat es denn jetzt dem Anschein nach wohl nachgemerkt, dass sie wohl wieder mich in der Leitung hatte und auf mich wohl keine Lust hat, mit mir weiterzusprechen. Schauen wir mal zum nächsten Gespräch, wie das so läuft. Ja, guten Tag. Hallo, grüßen Sie. Hallo. Und dann sind wir wohl direkt wieder aufgefallen. Schade, dass sie gleich aufgelegt hat. Aber wie wir ja diese tollen Callcenter kennen, ich habe euch ja noch das 11. Gespräch mitgebracht. Hier erzählen sie uns wieder, tja, was sie von uns halten. Also von mir mit den vielen Eintragungen. Viel Spaß mit dem letzten Gespräch aus unserem 600-Video-Special. Leviosa? Ruhe, Sohn, machst du keine Anmeldung mehr? Ruhe! Was? Wer sind denn Sie? Ruhe, Sohn, bist du! Machst du keine Anmeldung mehr bei uns? Ist das Ihr Name? Oder wie meinen Sie? Du bist eine große Hurensohn! Machst du keine Anmeldung mehr, du Schwul! Na klar, mache ich das noch ganz oft. Hurensohn! Tja, hier an dieser Stelle hat uns denn dieses nette Callcenter-Häschen verlassen und keine Lust mehr gehabt, mit uns weiter zu diskutieren oder uns zu beleidigen oder wie auch immer. Tja, ich kann euch nur eindringlich warnen. Registriert eure Daten nicht irgendwo bei Webseiten im Internet, die ihr nicht kennt, denen ihr nicht vertraut, wo ihr nicht wisst, was dabei rauskommt. Denn das hier könnte die Antwort darauf sein. Und ich glaube nicht, dass ihr sowas bei euch zu Hause haben wollt. Von daher teilt sehr gerne die Videos mit all euren Verwandten, Bekannten, Freunden und allen Menschen, die ihr kennt, in WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter und so weiter. Den Link findet ihr direkt unter dem Video. So ein kleiner Pfeil, einfach draufklicken und ihr bekommt den Link. Wer mag, gibt dem Video natürlich gerne noch einen Daumen nach oben und natürlich auch ein Abo, kann nie schaden, falls noch nicht geschehen. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Du siehst jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl. Klick dich auch da gerne mal durch. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.